Und nach diesem schönen Opening, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey im Atlantis DLC im ersten, wo wir hier weitermachen. Ich habe jetzt das da oben geklärt, das Ding, und wir werden jetzt hier weitermachen. Zunächst werden wir jetzt mal hier rüber daddeln und gucken, was das da oben ist. Und ich finde die pompöse Welt einfach unglaublich nice. So. Was ist denn das? Persephone aus Marmor. Ja, aber das wissen wir doch schon. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Warum nicht? Ist da jemand? So, weißt du, wo der Schuss herkam? Ich befürchte, nein. Ich befürchte, nein, mein Freund. $15k für einen solchen Kollegen, ja. Fängt ja schon mal gut an, ne? Das war auch beendet. Na, so viel sage ich auch. Puh. So, ein Fähigkeitspunkt mehr. Und jetzt kommen wir zum allererstes Mal in einen Polemarchenbezirk oder nee, Befehlshaber. Okay. Gleich 4 Fackeln. So. Was übt der da? Ich komm doch. Nur schieße ich euch lieber ab. Tja. Ich lichte mal ein bisschen die Leute hier.
Mal schauen. Wie das so wirkt hier. Ich habe mich übrigens ein bisschen gebufft. Durch den Glitch. Wenn ihr hier mal guckt. Auf Fähigkeiten. Jetzt kann ich mich hier noch ein bisschen stärken. Ich habe ein bisschen auf Gift Brand gesetzt. Ich habe den Negerschaden auf Max gehauen. Ich habe hier ein bisschen was reingehauen. Kritischer und Kopfschussschaden. Und habe hier im Verwüsterschuss Fähigkeitenbaum was gemacht. Und ich will mich hier auch im Kriegerbaum noch ein bisschen weiterentwickeln. Das heißt, hier zum Beispiel. Fähigkeitsaufwertung sind Artefakte der ersten Zivilisation. Ja, ist mir schon klar. Habe ich ja auch gemacht hier oben. Da. Wahnsinn des Ares. Haben wir im letzten Part. Genau. Freigeschalten. Heimlicher Kill. So. Ach so, weißt du das? Schön für dich. Wo ist der Kollege? Und 4 sind down. Wo haben die ihre Fackel? Gerade keinen Bock. Wow. Aber echt heftig. Ach, da ist das Ding.
Puh. Fürs erste überstanden, wa? Reichtümer scheinen auch in der Unterwelt wichtig zu sein. Hast du schon mal gesagt. Oh ja, fucking scheiß Ernst. Ja, moin. Ja, also man sieht, wo die Schwächen liegen. Gar nicht. Da bringt einer seinen Kollegen fort, dachte ich, aber nee. Er schmeißt ihn einfach auf den Müllhaufen, kann man so sagen. Ja, ja. Ich meine, ich habe sowieso den besten Bogen gerade an. Ich habe ihn auf 99 getaggt, habe ziemlich viel geblecht dafür. Ich glaube 250.000 Gold und so. Und was das Asphodilien irgendwas sein soll, keine Ahnung. Aber jo, wir sind durch. Wir haben es geschafft. Jetzt würde ich mal ganz gerne hier lang gehen. Und dann hier hin. Und dann hier hin. Was 180k gab das gerade oder habe ich mich verlesen? Verpiss dich. Tja, scheiße, wa? Was haben wir denn hier? Übrigens sind die ganzen Fähigkeiten da, die man neu kriegt, explizit je nachdem ausgelegt. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht zum Beispiel einfach eben hier das hier holen und dann sagen, yo, jetzt
gönne ich mir mal eine der vier Fähigkeiten oder der drei, die man kriegt. Nein, geht nicht. Ihr könnt nur. Ihr könnt nur immer die Fähigkeit bekommen, die ihr auch. No. Gefunden habt. Aha. Dass ich das noch mal machen darf. Hier gibt's vier Schätze. Ja, moin. Zum Glück ist es recht linear. Da hinten hat sie einen Schatz. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich später. Oder gleich, wie auch immer. Nein. Da. So, allerdings nicht. Da hinten geht's auch lang. Aber Moment. Ich habe keine Ahnung, was hier lang geht. Rührt sich nicht. Jetzt schon. Da ist was im Weg. Rührt sich nicht. Na bitte. Diese Tür brauche ich wohl im Schlüssel. Ach, da kommt man später noch rein. Interessant. Das ist ein anderer Ausgang. Und wo ist der Ausgang? Ja, moin. Am Arsch der Heide. Das heißt zurück.
Alles zurück. Wenigstens haben wir jetzt den einen Ausgang. Und jetzt können wir noch schnell kurz darunter gehen. Kein Wunder, dass hier keine Schlangen sind. Da mussten wir aber wohl so oder so mal kurz lang. Na bitte. Sogar hier werden wir noch vor Rätsel gestellt. Naja, versperrt nicht, aber... Man kommt halt nicht so weiteres durch. Beispielsweise ohne irgendwie... Da ist was im Weg. Ach was. Gefällt mir so hart nicht. Haben wir es jetzt? So. Das hätten wir. Das hätten wir. Geistheimkehr, Erkenntnis der Hüterin. Gleich mittendrin. Trau dem Ort nicht, ne? Waren wir da? Nee. Wissen der Götter wird sich in der Unterwelt als nützlich erweisen. Zeitlupe des Kronos. Okay. Das ist die. Ja, die ist geil. Bewege dich schneller als Hermes für dich
wird die Zeit für 10 Sekunden verlangsamt. Für dich wird, also Zeitlupe des Kronos, für dich wird die Zeit um 5 Sekunden verlangsamt. Jeder Kopfschuss, der währenddessen erzielt wird, verlängert die Zeitlupe um weitere 2,5 Sekunden und erhöht den Kopfschussschaden um 125%. Maximal sind 5 weitere Kopfschüsse möglich, bevor die Fähigkeit abklingt. Okay. Das ist ja nice. Ne, es sind nur 18k. Hab mich vorhin schon fast verschaut. Okay. Also war der eigentliche Kampf hier das Rätsel. So. Also kriegen wir wirklich 4 Fähigkeiten. So. Diese Tür müssen wir uns merken und wo wir hier rauskommen, müssen wir uns auch merken. So. Marmorjungfer. Na, Ort entdeckt. Okay, direkt da. Interessant. Echt interessant. Ich mache mich unsichtbar. Mal schauen, was passiert, wenn ich die Angriffe so angreife. Gar nichts. Also der bleibt stehen. Also man merke, wenn wir da jemals was machen müssen mit dem Schlüssel, müssen wir hier hin. Jetzt da wir hier sind, gehen wir mal hier hin, weil wir können dann den hebende Flügel des Hermes benutzen und dann hier durch, glaube ich zumindest. Ach hey. Aber wir sind heute weit gekommen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich hätte ganz gerne noch ein bisschen weiter den Glitch benutzt, aber gerade ist mir das Aufnehmen wichtiger. Ich bin schon OP as fuck eigentlich. Klar, ich kassiere auch dementsprechend, aber halt, weil meine Rüstung nicht auf 99 ist. Und ich bin der zuerst Waffen upgradet und dann der ganze Rest.
Was zum Geier ist das bitte? Was ist das? Ach so, das ist der Tempel, okay. Dann sage ich nichts dazu. Ja, aber es hat noch so viel, was ich erkunden muss. Bevor wir in ein nächstes Gebiet vorrücken. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal straight da außen entlang. Tut mir leid für Leute, die sich hier jetzt wegen der Story interessieren, aber interessiert mich genauso wie ihr euch, aber ihr kennt es, das habe ich auch schon im Originalteil gemacht, das heißt in Griechenland. Und das werde ich hier genau gleich tun, dass ich zuerst mal alles aberkunde und abgrase. Weil ich will 100% hier wieder haben. Wie schon im Originalspiel. So. Stroma. Oase der toten Helden. Mhm. Hätten wir jetzt. Und wie komme ich jetzt da oben hin? Ach so. Klettern angesagt. Roma-Gipfel. Ich sehe einfach aus, als würde ich aus dem Hades kommen, aber ist okay. Wozu aus dem Hades? Um genau die Betonung zu finden. Wisst schon, dass man am Anfang dachte, dass diese Lichtsäulen irgendwie die Stütze wären, aber nein, das sind unsere Teleportationsmöglichkeiten. Jetzt gehen wir mal darüber. Gucken uns an, was das da drüben sein soll. Sehe ich wieder ein Haus zum Einnehmen? Nein, doch. Okay. Zwei Schätze, ein Ding fehlt mir. Ja, dann habe ich alle. Außer den Befehlshaber. Ja, so kann es gehen.
Hätte da so unglaubliche Lust, da jetzt einfach reinzugehen und drauf zu knallen, aber das, wir sind halt nicht in einer normalen Region. Aber egal. So easy. Ich bin einfach ein Arschloch. Das ist immer noch crazy, dass wir hier eine Venus sehen oder so. Das ist doch ein Polemarch. Kurz mal was ausgetestet. Ich habe ja hier die Fähigkeit drauf, oder? Nein, oder? Jetzt habe ich nicht mit einem normalen Pfeil drauf geknallt. Aha, nein, ich bin so ein Depp. Oh. Ja, geil. Was den letzten Schatz? Wenn der da unten ist, gehe ich kurz mal nach oben. Ja, jetzt habe ich natürlich die falschen Pfeile ausgerüstet. Komm, kannst mir ein bisschen EP geben. Was ist denn der Scheiß? Ah. Kommen wir jetzt überhaupt auf der richtigen Seite runter? Ja, kommen wir. Definitiv. Das war ein Heady. Wunderbar. Den machen wir so kaputt. Heimliches Attentat. Ein Kornkreis. Ja, moin. Ein normaler Mensch hätte das nie überlebt. Oh, hi. Dass es hier Unterwasserschätze gibt, ist auch ein bisschen versunkener Schlund des Decks.
Aber Jungs, dann bin ich der, der da mal Neptuns Dreizack ausrüstet. Kalions Vermächtnis. Also ganz ehrlich, ich hätte das Ding nicht überlebt, wäre ich jetzt einfach normal darüber. Na gut, nehmen wir uns die Sache an. Also auf normalem Weg gehe ich da nicht mehr zurück. Wow, wir sind da. Die Koralle ist echt mächtig. Und hier haben wir unsere nächste Fähigkeit. Macht des Artemis. Okay. Oder macht der Artemis? Was? Na gut, dann muss ich das auch noch auf 3 knallen. Warum will ich jetzt zurück? Ich bin doch nicht dumm. Warum bin ich hier unten? Das ist auch so was Bescheuertes. Ging das so weit nach drüben? Interessant. Wir haben noch ein bisschen was abzuarbeiten, wa? In der Hälfte. Weil im letzten Part haben wir schon eine Fähigkeit bekommen und jetzt in diesem Part 2 einmal die Zeitlupe des Kronos und jetzt die Artemis-Pfeile. Da bin ich jetzt schon mal sehr gespannt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich die Fähigkeit jemals skillen werde. Deswegen sind sie auch noch nicht geskillt. Ich werde mir auf jeden Fall einen starken Gegner suchen, also der mir viel EP gibt und da mal ein bisschen grinden. Ne? So.
macht der Artemis. Wäre ziemlich interessant, würde ich mal meinen. Marmorjungfer, das ist genau das, was ich brauche. Die Gegend wird gut bewacht. Kann ich noch nicht bestätigen. Dann komm nur und renn voll in die falsche Richtung. So. So. Reitkolben der ISO, ne? Jetzt würde ich mal dezent sagen. Hä? Warum soll ich die hier benutzen? Okay, interessant. Kann ich hier wenigstens mein Pferd benutzen? Wäre so wunderbar schön. Da oben? Interessant. Ja geil, mein Pferd kann nicht schwimmen. Ist geil. Aber wir gehen hier straight hoch. Haus der Blutlinie. Also unser Haus. Okay. Soll das so sein oder wie? Das sieht stark nach unserem Haus von später aus. Ziegel aus. Okay. Dann haben wir jetzt noch hier was. An der Grenze. Ja.
Und wo das letzte ist, weiß ich auch schon. Nur mal so am Rande. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Ich freue mich auch nicht, die zu sehen, also. Beruht sich auf Gegenseitigkeit. So. Und da wir jetzt schon zwei Fähigkeitspunkte haben, so. Weiß diese Vegetation, um sie zu nutzen. Lass deine Pfeilsalve direkt über dir in einem Umkreis von 3 Metern niedergehen, die 450% Jägerschaden anrichten. Jeder Gegner im Zielgebiet wird für 5 Sekunden betäubt und erleidet kritischen Schaden durch Nahkampfangriffe und Fähigkeiten. Du kannst auch Spezialpfeile benutzen. Ja, moin. Ich glaube, darauf greife ich sogar zu. Jetzt müssen wir mal hier hoch. Drei Gipfelkreuzung. Was kommt als nächstes, meine Freunde? Ich glaube schon fast das Ding da. Es macht so viel Spaß, wieder Neues zu erkunden, ne? Ah, da hoch komme ich nicht. Zumindest nicht mit unserem Pferdelein. Aber hier. Ist hier der Durchgang oder? Ja moin, ich wäre hier gewesen. Wo fährt das hin, Mann?
bin ich jetzt hier? Das check ich auch nicht. Aber wir haben es wenigstens geschafft. Aber das Ding ist doch unter Wasser. Ich check's gerade gar nicht. Aber ich finde es unglaublich schön hier unten. Wie komme ich da oben hin? Ach so. Ich sollte einfach den Weg folgen. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Der ist auf jeden Fall tot. Der nervt mich nicht mehr. Und wir haben noch diese Truhe. So. Wenn meine Liebe nicht erwidert wird, so bleibt mir nur noch dies, um den Schmerz zu entfliehen. Persephone wird mich nicht daran hindern. Geh. Die letzte Zuflucht, Questgegenstand. Okay. Zumindest muss ich nie wieder hier rein. Nö, nicht mehr. Zumindest muss ich nicht mehr da rein. Finde ich auch schon geil. Wo sind wir denn jetzt? Hm.
Tageslicht. Finde ich ja cool und so, aber wo sind wir? Okay. Ein bisschen weiter weg war. Ein bisschen. Würde ich auch mal sagen, wir haben noch zwei Checkpoints heute abzuklappern, bevor wir da überall durch sind. Na? Los geht's. Gut, da hat es einen Teleporter, den nehmen wir instant. Eisen und Blumenbeet. Was für Alpha-Tiere. Das ist so ein Grüner. Der sah schnieke aus. Es war ein bisschen befallen, aber Eisen und Questgegenstand können verbessert auf 53 Fähigkeitspunkte. Ja moin. Jetzt geht's hier noch runter, dann sind wir hier durch. Das ist sicher wieder so ein Marmor-Ding. Warum ich das überhaupt alles aufnehme, damit ihr jeden Winkel seht von diesem DLC. Aber dann wirklich auch jeden Winkel. Weil sonst könnte ich es auch für mich alleine spielen. Größtenteils. Und einfach nur die Story-Ereignisse euch preisgeben. Sie werden mich suchen. Ja, ja, ich sehe auch. Glaube ich nicht. Also ich bin sicher, dass es von da drüben kam. Thank you.
Ja, wer kommt zuerst? So. Und das wär's für heute, Freunde. Das Tier kenne ich nicht, deswegen mal erlegen. Puh. Also, wir haben im letzten Part das gemacht, sind bis irgendwie hier hingerannt. Keine Ahnung. Nee. Zuerst haben wir das gemacht, dann haben wir hier mal eine Runde was gemacht. Da musste ich leider abbrechen und jetzt habe ich noch den Scheiß hier gemacht. Den ganzen Stuff. Also, hier. Im nächsten Part machen wir den ganzen Stuff hier. Würde ich mal sagen. Wobei ich jetzt mit euch noch kurz hier hin daddel. Weil ich echt keinen Bock habe, im nächsten Part irgendwie noch mit euch hier unten rumzugammeln. Aber man, ist das eine weite Entfernung, die wir teilweise zurücklegen müssten. Storytechnisch sicher. Aber dadurch, dass wir das alles dann schon gemacht haben, können wir uns einfach hinporten. Ist auf jeden Fall eine nice Geschichte. Klar wird sich auch Stellen geben, wo wir uns nicht hinporten können. Wie an jene Stelle, wo wir noch nicht durch können. Hä? Dein Ernst gerade? Und jetzt zum Abschluss gibt's noch einen schönen Schnellreisepoint. Was ist das? Atlantis Stargate oder wie? Wozu bin ich jetzt hier hochgedaddelt? Wo geht's hier lang? Ja, moin. Irgendwas sagt mir, dass das nichts Gutes bedeutet. Seid ihr sicher, dass... Aha. Das ist storytechnisch, ne? Also gut, nehmen wir die Auffahrt. Müssen wir ja machen. Also wir machen das Ganze am Ende. Aber nein, machen wir jetzt. Wie das geht, wissen wir ja schon. Ist ja nicht unsere erste Teleportation. Und wehe, Hermes ist jetzt hier. Aha. Sprich mit dem Störenfried in Dekulaions Vermächtnis. Nein. Werden wir nicht. Definitiv nicht. Wir werden jetzt den Schnellreisepoint uns gönnen und dann sind wir weg.
Aber selbst das ist ultra schön gestaltet, ja. Guckt euch diesen Ausblick an. Ich will dort unbedingt noch drüber. Dort ist sicher der Ausgang. For us. Genau dort drüben. Ja, auf jeden Fall war eine schöne Stunde mit euch, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie ich, habt ein paar schöne Eindrücke gewonnen von diesem Spiel. Ich auf jeden Fall. Ja, wir werden hier komplett alles abgrasen natürlich. No. Wobei ich mir denke, ich mache dann den folgenden. Ich werde hier runterspringen, hier rüber. Ich glaube nämlich, hier kann man sich dann direkt wieder hochbeamen. Dann haben wir das auch schon hinter uns. Dann können wir uns hier wieder runterbeamen, hier rüber das dann holen. Oder wir gehen direkt straight darüber. Wobei ich denke, das muss man dann wieder nach oben klettern. Deswegen, ja, ich weiß noch nicht, wie wir das genau handhaben wollen. Und dann entdeckt die Aufseherin. Aha. Dann haben wir hier noch was, ein bisschen. Da waren wir unten im versunkenen Schlund des Decks. Da waren wir auch im Oase der toten Helden. Und jetzt fehlt uns nur noch eine einzige und die ist ungefähr hier. Vielleicht auch einer der beiden, aber ist mir gerade egal. Außer, nee, ich mache das wirklich hier regelkonform. Dann können wir uns nämlich direkt dann wieder hierhin porten und weitermachen. No. Dann haben wir nämlich im letzten Part der Entdeckungsreise noch die letzte Fähigkeit. Und gammeln dann nicht hier noch unnötig rum. Und da hat's mal einen Schmied. Wow. Ich glaube, ich habe hier noch nirgends einen Schmied gesehen. Nö. Das ist unser erster Schmied. Da bin ich immer interessiert dran, was der so verkauft. Ohne Spaß. Am liebsten würde ich jetzt hingehen, aber ich habe keine Zeit mehr. Es ist schon 1 Uhr gewesen und ich sollte pennen, weil vielleicht muss ich diese Nacht noch wach sein wegen meiner Tochter. Aber an sich mache ich das ja gern, ne? Tüdelü.